Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zum zweiten Video über den Wolfwave Audio-Filter. Im letzten Video, da hatte ich euch ja schon den Lieferumfang, die Anschlüsse, die grundsätzliche Bedienung und auch die für SSB wichtigen Funktionen gezeigt. In diesem Video erwarten euch nun zwei weitere Highlights. Und zwar zum einen den CW-Decoder und den sehr innovativen CW-Regenerator. Was das genau ist, erfahrt ihr gleich. Außerdem gibt es noch so ein paar weitere Optionen, die sich hier in dem Gerät verbergen zu sehen, und ich ziehe natürlich auch abschließend ein Fazit über den Wolfwave Audio Filter. Bevor ich das aber mache, noch mein Dank an die Firma Vimo, die mir das Gerät hier für diesen Review zur Verfügung gestellt hat und ohne die dieser Test hier nicht möglich gewesen wäre. Im nächsten Menüpunkt geht es dann um den Morse-Decoder. Den hatte ich ja schon mal ganz kurz angesprochen. Ich zeige euch zunächst mal die Konfigurationen, die wir hier machen können. Wenn wir hier reingehen, da können wir zunächst einmal ein Signal Threshold auswählen, also bestimmen, was alles als Morsezeichen erkannt wird, ab welchem Pegel das geschehen soll. Und wir können hier ein minimales und ein maximales Speed, also eine Geschwindigkeit der Morsezeichen auswählen, und wir können das auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Der Morse-Decoder selber, den erreichen wir über den Mode-Button. Wenn ich den einmal drücke, dann kommen wir da rein. Und ihr seht hier auf der rechten Seite so ein kleines Frequenzfenster, so eine kleine Frequenzansicht. Und da können wir die Mitte verschieben. Und die müssen wir verschieben auf das Morse-Signal. So in etwa, jetzt sind wir gleich da. Genau. Und sobald wir das gemacht haben, dann wird eben alles dekodiert, was genau an dieser Stelle passiert. Ihr seht das auch hier auf der linken Seite haben wir jetzt den Text, und wir bekommen hier das auch mit der grünen LED angezeigt, dass da was erkannt wird, und das können wir dann hier einfach ablesen. Das Schöne daran ist, dass wir hier die Frequenz frei auswählen können, wo dekodiert werden soll. Also auch wenn zwei Signale relativ nah beieinander sind, können wir das hierüber schön fein aussteuern und so nur die Station dekodieren, die wir auch hören wollen. Ja, wenn man ein bisschen mehr Text dann auf dem Bildschirm hat, dann scrollt er quasi nach oben weg, und wir können aber jederzeit zurückscrollen. Wenn wir einmal den Knopf drücken, dann kommen wir hier zu diesem Punkt Auto-Scrolling, und wenn ich jetzt hier mal nach oben drehe, dann seht ihr, kann ich hier quasi durch diesen Text scrollen, und wenn ich ganz nach unten drehe, dann bin ich wieder in diesem Auto-Scrolling-Mode drin. Ihr seht auch ganz unten gibt es noch so eine kleine Zeile mit so ein Pixel groß zu sehen, eben die Morsezeichen, die das System hier dekodiert und verstanden hat. Wenn da hier das nicht so hundertprozentig sein sollte, dann müsst ihr mit diesem Signal Threshold herumspielen, das vielleicht ein bisschen höher setzen, wenn zu viel dekodiert wird, und das ein bisschen niedriger schalten, wenn zu wenig dekodiert wird. Das ist im Prinzip hier der Morse-Decoder. Viel mehr gibt es hier nicht zu sehen. Die nächste Funktion, CW Regen, ist eine sehr interessante Funktion, denn das ist ein CW-Regenerator. Was hier passiert, ist folgendes. Ihr müsst dazu, wie hier zu sehen, im Morse-Decoder sein, müsst dort eine Station sauber eingestellt haben, sodass deren Morse-Signale auch hier dekodiert werden können. Und wenn das der Fall ist, dann geht der Wolfwave hin, nimmt das Quellaudio, löscht das komplett, und aus den erkannten Morsezeichen wird ein sauberes Signal neu generiert. Das heißt, ihr hört quasi nicht mehr das live, was vom Band kommt, sondern ihr hört ein komplett erneuertes, neu für euch eingespieltes Audio. Ich zeige euch mal gerade, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht, ich habe jetzt hier eine Station im Morse-Decoder, und wir gehen hier einmal rein in den CW-Regenerator, und ich schalte den jetzt mal ein. Und wir hören einfach mal ein bisschen mit. Und ihr hört schon, das ist komplett erneuert, und man hört überhaupt kein Rauschen mehr hier. Das ist ein ganz sauberes Signal. Ich versuche mal hier so ein Vorher-Nachher zu zeigen. Das ist das, was vom Band kommt. Und das ist dann mit dem CW Regenerator eingeschaltet.
Ja, ihr hört schon, also ein ganz anderes Morse-Hören im Prinzip. Eine sehr interessante Sache, wie ich finde. Und um euch jetzt hier nochmal ganz kurz zu zeigen, welche Möglichkeiten es da sonst noch gibt, gehen wir mal schnell die einzelnen Untermenüpunkte durch. Es gibt hier den Punkt Signal Threshold. Was man hier machen kann, ist quasi einstellen, ab wann, ab welchem Pegel ein Signal erkannt wird als Morsezeichen. Da muss man ein bisschen ausprobieren. Wichtig ist hier bei dem CV Region, dass man genau auf der Frequenz ist und dass man hier diese Threshold entsprechend so einstellt, dass nicht zu viel dekodiert wird und als fälschlicherweise als Morsezeichen wahrgenommen wird, aber auch nicht zu wenig, dass Morsezeichen quasi verschluckt werden oder falsch dekodiert werden. Ja, dann gibt es den Punkt Output Frequency. Hier ist es so, dass standardmäßig hört ihr quasi in der Frequenz das regenerierte Signal, auf der ihr es auch aufnehmt. Ihr habt gesehen, ich bin eben hier so bei 800 Hertz in etwa. Man kann es aber auch umschalten und das regenerierte Signal auf eine eigene Frequenz legen, sodass man quasi ganz anders hört. Das ist zum Beispiel dann interessant, wenn man an einem Funkgerät die Frequenz nicht verstellen kann, auf der das Funkgerät die Morsezeichen quasi als auf der Frequenz, auf der sich das Funkgerät befindet. Ja, wenn ich das jetzt hier mal umschalte, dann hört ihr den Unterschied direkt. Ihr seht also, hier mit Auto wird automatisch bei 800 Hertz wiedergegeben und wenn ich hier umschalte, dann seht ihr, kann ich hier die Frequenz auswählen. Ich kann zum Beispiel das auf 600 Hertz legen, obwohl ich mich hier am Funkgerät noch quasi in der Mitte auf 800 Hertz befinde. Ja, dann gibt es den Punkt Output Volume. Hier kann ich im Prinzip bestimmen, die Lautstärke nochmal separat ändern für dieses regenerierte Signal. Und es gibt den interessanten Punkt Split Stereo. Da hört ihr beim Kopfhörer auf der einen Seite das regenerierte und auf der anderen das Original. Ich schalte euch das auch nochmal ein zum Mithören. Und ihr kennt den Unterschied oder hört raus, was da der Unterschied ist. Man kann so natürlich beide Signale gleichzeitig verarbeiten, aber das braucht natürlich ein bisschen Übung. Zu guter Letzt gibt es noch den Punkt Factory Reset, wo man die Einstellung wieder zurücksetzen kann. Die nächste Funktion ist relativ unspektakulär und zwar ist das Bypass All. Hier kann man im Prinzip alle Filter, die man eingeschaltet hat, gleichzeitig ausschalten. Ihr seht oder ihr hört jetzt mal ein Signal, das ich schon etwas stärker gefiltert habe und ich schalte das einfach mal ein und aus, damit ihr den Unterschied hört. Das ist aber eine Funktion, die sich auch ohne dieses Menü relativ einfach aufrufen lässt und zwar über die Funktion Help. Wenn man nämlich hier Help gedrückt hält, dann erscheint hier auch ein BVP und damit ist dieser Bypass-Filter aktiviert und wenn ich das wieder gedrückt halte, kann ich das auch hier ausschalten. Ich zeige es euch nochmal. Und das steht hier auch oben, Filter Bypassed. Und wenn ich dann noch mal lange drauf drücke, dann wird das Ganze wieder, werden alle Filter wieder eingeschaltet. Darüber hinaus gibt es dann noch einige weitere Einstellmöglichkeiten hier im Bereich Other Settings. Dort kann man zum Beispiel die Spektrumanzeige so ein bisschen anpassen, wie stark die ausschlägt. Es gibt hier Output Settings, die euch zum Beispiel die Kanäle rechts und links vertauschen lassen, die euch die Lautstärke getrennt regeln lassen, zum Beispiel für den Kopfhörer und für den Lautsprecherausgang oder auch welcher Kanal für den Lautsprecher genommen wird. All das kann man hier einstellen. Man kann hier wählen, ob ein Startup-Sound, also ein Sound, der beim Einschalten des Gerätes zu hören ist, abgespielt werden soll oder nicht. Man kann alles auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und man kann die Starteinstellungen hier quasi nochmals laden und auch nochmal abspeichern. Das geht hier über Safety Forward. Eine ganz wichtige Sache, wenn man das Ganze einmal angepasst hat, seinen Wünschen entsprechend angepasst hat, dass man es dann quasi abspeichert, sodass dann diese Einstellungen immer beim Starten geladen werden. Ja, außerdem gibt es hier noch den Punkt Utilities. Hier gibt es zum Beispiel die Anzeige
Anzeige der aktuell installierten Firmware. Die ich euch hier vorgestellt habe, ist die Version 1.2.0. Die kann man sich hier anzeigen lassen und es gibt hier einen Tongenerator noch zusätzlich, wo man eine Sinuswelle generieren lassen kann, eine Rechteckwelle und eine Dreieckwelle sowie ein Zweitonsignal, das dann hier entsprechend ausgegeben wird und das man auch noch seinen Wünschen entsprechend anpassen kann in Frequenz und Amplitude, sodass man das auch nutzen kann zum Transceiver testen. Kommen wir abschließend zu einem kleinen Fazit und ich starte mal mit den drei Dingen, die mir nicht so gut gefallen haben. Als allererstes ist das die Box, die sieht zwar nach Metall aus, besteht aber aus Kunststoff. Das ist jetzt kein gravierender Nachteil, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass sie aus Metall wäre, dass es einfach so ein bisschen wertiger ist. Das zweite, was mir nicht gefallen hat, ist, dass überhaupt keine Art Handbuch oder Schnellstartanleitung dabei liegt, auch nicht in deutscher Sprache. Das wäre eine schöne Sache gewesen, wenn man wenigstens eine Art Schnellstartanleitung gehabt hätte, damit man weiß, wie man das Gerät in Betrieb nimmt. Zwar gibt es im Gerät selber eine tolle Hilfe in englischer Sprache, aber die muss man ja erstmal erreichen und man muss dafür wissen, wie verkabelt man das Ganze und es gibt Sachen, die werden hier nicht erläutert, wie zum Beispiel, wie man ein Firmware-Update durchführt. All das kann man natürlich auf der Webseite von Wolfwave nachlesen, aber optimal ist das nicht und ein Handbuch oder zumindest eine Schnellstartanleitung wäre hier schon deutlich besser gewesen. Ja, letzter Kritikpunkt ist die Stromversorgung. Da hat man sich zwar eine ganze Menge bei gedacht, mit USB und auch mit einem klassischen Hohlstecker, der über ein großes Spannungsspektrum geht, aber man muss einfach sagen, die Kabel fehlen. Hier zum Beispiel, das Kabel ist viel zu kurz, um wirklich das zu verlegen. Klar könnte man jetzt sagen, natürlich jeder hat irgendwie eine Art USB-Kabel mit Micro-USB-Anschluss zu Hause liegen, aber wäre halt schön gewesen, wenn das dabei gewesen wäre. Genauso wie auch ein Hohlstecker vielleicht mit ein bisschen Kabel dran, sodass man das in seine bestehende Anlage hätte direkt einlöten können oder krimpen können, mit einem Powerpole versehen können und dann direkt losnutzen können. So muss man erst wieder was bestellen, wenn man das hier nutzen möchte oder schauen, ob man noch irgendwo ein Netzteil rumliegen hat und für den abgesetzten Betrieb ist das dann sowieso nicht so toll. Ja, aber das ist Meckern auf hohem Niveau, muss man sagen, denn der Wolfwave Audiofilter hat auch eine ganze Menge zu bieten, eine ganze Menge interessante Funktionen. Preislich liegt der etwa in einem Preisbereich, in einem Niveau, wo auch vergleichbare Geräte wie zum Beispiel der Lingua Sprachextraktor liegen, aber man muss ganz einfach sagen, er hat doch eine ganze Menge mehr zu bieten als zum Beispiel so ein Lingua, der ja eigentlich nur ein etwas stärkerer Rauschfilter ist. Hier gibt es einen Bandfilter mit dabei, hier gibt es Notchfilter mit dabei. Es gibt diese Funktion, dass man eben sein CW-Signal aufpeppen kann. Es gibt diesen Binaural-Modus, der vor allen Dingen beim längeren Hören von Signalen super hilfreich ist. Jede Menge innovative Sachen leicht zu bedienen, leicht und schnell zu bedienen. Und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Eine leistungsstarke Erweiterung, vor allen Dingen natürlich für Transceiver, die diese Funktion selber nicht haben oder vielleicht bei denen die Bedienung nicht so leicht von der Hand geht wie hier beim Wolfwave Audiofilter. Dazu kommt, dass das Gerät sehr klein, kompakt und transportabel ist, sodass man es auch super mitnehmen kann für unterwegs Aktivitäten, die man zum Beispiel auf dem SOTA-Aktivitäten oder ähnliches für solche Sachen. Unterm Strich also von meiner Seite eine ganz klare Empfehlung für den Wolfwave Audiofilter und falls ihr jetzt Interesse haben solltet, euch das Gerät zu kaufen, dann erinnere ich nochmal an die Firma Wimo, die mir das Gerät ja freundlicherweise hier für diese Vorstellung zur Verfügung gestellt hat. Dafür nochmal meinen ganz herzlichen Dank. Ihr findet unten in der Videobeschreibung natürlich einen Link zur Webseite von Wimo. Dort gibt es auch nochmal ein paar weitere Informationen über den Wolfwave Audiofilter und dort könnt ihr euch den natürlich auch direkt bestellen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch so ein bisschen helfen. Falls ja, dann freue ich mich wie immer über nette Kommentare hier unten drunter. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, das würde mich echt freuen. Empfehlt mich weiter euren Funkkollegen oder in Ortsverbänden, damit wir hier gemeinsam weiter wachsen und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das immer noch nicht gemacht haben solltet. Ja, von mir zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.